PvP-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Ja, das hier ist wieder eine kleine Special-Folge, denn für die Trophy alle Zauber müssen wir auch im Eiter Glockenhüter Rang 2 erreichen. Und das habe ich mal gemacht und das zeige ich euch gleich auch in dieser Folge. Doch zuerst möchte ich mich mal wieder zurück anziehen, denn ich bin fertig. Für Rang 2 muss man 30 Kämpfe gewinnen, das habe ich jetzt gemacht. Und da habe ich ein bisschen mit den Items und Equipment rumexperimentiert, wie man halt am besten spielen kann, beziehungsweise wie ich zurechtkam. Natürlich auch die Ringe. Wichtig ist dabei hier der Siegel des Glockenhüters Ring, dass man den anlegt und dann kann man überall, wenn man in der Festung ist, beschworen werden. Wie ihr seht, habe ich 71.000 Seelen. Die gab es nicht von den Gegnern, sondern ich habe halt immer hier die Mobs gefarmt, bis ich halt beschworen wurde. Wie gesagt, man muss sich nur in diesem Gebiet aufhalten und dann wird man halt in den Turm beschworen. Und ja, wie gesagt, da habe ich halt ein bisschen noch die Mobs hier in der Gegend gefarmt, um die Wartezeit halt ein bisschen zu überbrücken. So, das sieht wieder gut aus. So, und gefarmt habe ich letztendlich immer die gleiche Route, und zwar vom fernen Turm bis hin zu Schmied MacDuff. Und da habe ich mich dann wieder zurückgeportet zum fernen Turm und bin wieder zu Schmied MacDuff gegangen. Soweit die Farmroute, und dabei wurde ich halt beschworen. Und für jeden erfolgreichen Kampf, und das ist das Geile, gibt es einen Titanitbrocken. Ich hatte einen, ja, 30 Stück habe ich bekommen, das heißt, ich habe 30 Kämpfe gewonnen. Ja, so sieht's aus. Das heißt, wir müssten da eigentlich jetzt fertig sein. Aber das gucken wir uns nachher an. Ich zeige euch mal den PvP-Kampf, der ist wieder nachkommentiert. So, und das hier war meine erste Session in diesem Turm. Ich musste mich erstmal umschauen, wie es aussieht hier. Die lustigen Moped-Männer greifen mich nicht an, die greifen nur den Host an. Was direkt unten links auffällt, die Estus ist ausgegraut, man kann sich hier nicht heilen. Fieserweise, die Hosts, die wir halt invasionieren, können sich heilen. Das verschafft uns einen großen Nachteil, das schneide ich euch auch mal nachher noch rein. Und ja, hier habe ich erstmal noch geguckt, dass ich eigentlich den Heideritter-Dingsbums-Helm noch tragen kann, weil ich finde ja hier eh keinen Loot. Und dann bin ich noch ein bisschen stabiler. Ja, da habe ich halt noch ein bisschen mit Items und Ringen und so rumexperimentiert, was man halt eben machen kann. Und hier die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise die ich rausgefunden habe. Den Host können bis zu 2 Phantome sogar gleichzeitig invasionieren. Das ist ein bisschen unfair, wenn man hier quasi 2 gegen 1 spielt. Wobei der Host kann sich halt heilen, wir können es als Eindringlinge nicht. Jo, und dann geht das lustige Suchen halt los, wo der Host halt ist. Wie gesagt, hier gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wo man sich verstecken kann. Man kann auch aufs Dach, wie gesagt, in den Boss von den Gargoyles, also den Bossraum von den Gargoyles kann man nicht. Der ist halt mit einer Nebelwand zu. Wie gesagt, hier in diesen Raum kommt man tatsächlich nur rein, wenn man von oben reinspringt. Das gibt dummerweise auch noch Fallschaden. Das ist nicht ganz so schön. Ja, der Host kann es wegheilen als Phantom halt nicht. Da bräuchte man definitiv irgendwas, was Fallschaden reduziert, wenn man hier ernsthaft und dauerhaft PvP machen möchte, damit man hier auch mal runterspringen kann, ohne halt den Schaden zu kassieren. Also wie gesagt, das ist dringend empfohlen, irgendwas, was Fallschaden reduziert, anzuziehen. Also wahrscheinlich halt den Katzenring. Ja, und ansonsten, mein Gott, wie gesagt, hell of a ride. Ich habe halt 6-7 Stunden gebraucht. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig vom Skill, also vom eigenen Skill und vom Skill der Gegner, ob man gewinnt oder verliert. Aber was mich halt super auf dieses Spiel noch weiter heiß gemacht hat, es gibt halt richtig viele, viele Items, richtig krasse Items, die die Gegner halt hatten. Und das macht halt eben Lust, die ganzen Items zu finden und dann auch zu testen. Ja, und hier haben wir da den ersten Kampf gewonnen und da war ich überrascht, es gab einen Titanitbrocken und da habe ich mir gedacht, boah, wenn es den jedes Mal gibt, ist halt ja super zum Farmen und den gibt es tatsächlich jedes Mal. Also ihr habt es ja gesehen, 30 Stück habe ich gefarmt und das ist richtig geil, um früh im Spiel an diese Titanitbrocken zu kommen und ist wahrscheinlich auch der einfachste Weg. Man muss halt keine NPCs klatschen und auf Dropchancen hoffen, denn wenn man hier gewinnt als Phantom, ist es ein 100% Giveaway und das ist richtig, richtig krass. So, und das hier war das erste Duell, wo es halt richtig, finde ich, unfair ist. Ich hätte wahrscheinlich 2-mal dieses Duell gewonnen, aber der Typ hat sich halt 2-mal halt geheilt und im Endeffekt bin ich dann gestorben, weil ich mich halt nicht heilen konnte. Was halt auch nahelegt, man muss sich, wenn man PvP machen will, oder zumindest hier im Glockenhütergebiet, irgendwie Wunder an Land ziehen oder irgendeine Möglichkeit finden, wie man sich heilen kann, weil sowohl Estus als auch Lebensknödel funktionieren halt hier nicht, wie zu sehen, da habe ich es auch direkt mal durchgeswitcht. Ja, und also wie gesagt, da müsste man irgendwie ein Wunder oder was weiß ich, was es hier noch alles gibt an Bord haben,
um sich doch mal heilen zu können, weil, wie gesagt, er heilt sich jetzt schon wieder und startet quasi für sich den Kampf von vorne. Und ich kann es halt nicht, bin dadurch halt krass im HP-Nachteil und muss halt noch defensiver spielen und er kann halt einfach offensiv spielen, weil er jetzt einfach einen HP-Vorteil hat. Das ist halt richtig unfair. Ja, wie gesagt, aber was ich rausgefunden habe, ein Schild im PvP ist richtig, richtig nutzlos. Wieso und weshalb und warum? Das zeige ich euch in den nächsten Tries. Dahinter lege ich einfach mal Musik und entlasse euch dann mal ja, in einen schönen PvP-Zusammenschnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin.
Ja, willkommen zurück, liebe Freunde. Wie gesagt, die ganzen Items, Mann, machen die mich heiß. Hier gibt's Havels Rüstung in dem Spiel. Wie geil ist das denn? Die müssen wir natürlich auch finden. Wie gesagt, für so Panzer-PvP. Wow, ich bin hier in den falschen Richtung gelaufen. Verdammt. Alter, ich wollte eigentlich woanders hin. Ist dann natürlich nicht falsch, wenn man hier Havels Rüstung auch mal an Bord hat. Face-to-Face-Bashen mit Havels Rüstung. Wie gesagt, wenn die so gut ist wie aus dem ersten Teil. Ja, den Hund hier habe ich weggefarmt. Der ist auch nicht mehr da. Ja, wie gesagt, da bin ich halt richtig, richtig gespannt, was es hier alles noch zu erkunden gibt. So, quatschen wir mal mit dem lustigen Typ hier. Rostige Münze, das kriegt man hier quasi, wenn man den Ei joint. Das habe ich letztes Mal anscheinend vergessen. Und dann haben wir Rang 1 erreicht. Das gibt's für 10 Kills und für 10 erfolgreiche Kills. Gibt es eine Titanitscholle, womit man wieder Waffen oder Rüstung aufs Maximum upgraden kann. Auch eine super Sache. Ja, und wie gesagt, nochmal 20 weitere Kills, 30 insgesamt. Und man hat Rang 2 und da gibt es... Die verborgene Waffe, weswegen wir den ganzen Kram hier gemacht haben, die Zauber, den Zauberspruch. Ja, und das war's. Rang 3 ist, glaube ich, 100 Kills, aber das mache ich nicht. Wie gesagt, die Hidden Weapon war halt das, warum ich das machen wollte, für die Trophy alle Zaubersprüche, und die gibt's halt nur hier. Da, verborgene Waffe. Verbirgt halt letztendlich die Waffe, die man in der Hand hat, und der Gegner sieht's halt im PvP halt nicht. Ist ganz witzig. Ja, 10 Aufladungen, 14 Int und ein Slot. Das sieht ja human aus. Das kann man dann tatsächlich im PvP mal benutzen, wenn man denn auf Zauberei geht. Und natürlich haben wir jetzt 2 Titanitschollen und massig Brocken. Das freut mich natürlich auch. Achso, ja, und wie gesagt, für Rang 3, wenn ihr den machen wollt, gibt's die komplette Rüstung, die hier der Bursche trägt. Weiß ich nicht, ob die was taucht. Sieht vielleicht ganz witzig aus, aber ich brauch's nicht. Von daher war's das erstmal. Das war's auch mit Online-Play erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen um 16 Uhr ganz normal und ich sage wie immer an dieser Stelle bis dahin.